Beim Distanzlernen, genau. Genau. Auf der einen Seite sehe ich die Rekruten und auf der anderen Seite habe ich meine Präsentation. Und Sie sehen auf dem Laptop, der da an der Seite ist, das ist nämlich Ihr Teilnehmer-Laptop. Ja. Da sehen Sie, was die Rekruten sehen und haben da die Möglichkeit, der Ausbildung dann zu folgen. Sie können jederzeit mit den Rekruten sprechen, wenn Sie wollen, entweder über den Laptop oder halt über den Laptop. Ja, okay. Gut. Frau Kriegel, bitte. Wir befinden uns hier in der Notaufnahme. Sie sehen hier drei Behandlungsplätze. Ja. Dieser Bereich, dieses Schockmodul, besteht aus einem Typ-2-Zelt mit diesen drei Behandlungsplätzen. Gerade hin der Geräteversorgungscontainer und im Anschluss daran gehen wir noch in den Schockcontainer. Ja, und da kann ich Ihnen zeigen, was dort gearbeitet wird. Das ist ja mein Notfallsanitäter, den ich dort einsetze, mit dem Arzt zusammen, der den Patienten dann weiterversorgt. Wir haben ganz normal, wie auch im Zivilen, Beatmungsgeräte oder ein Beatmungsgerät. Wir haben ein Patientenüberwachungsgerät, wo ich auch den Blutdruck messen kann und die Pulsoximetrie. Wir haben das Beatmungsgerät in LifeBase 3 zur Beatmung oder auch zur Inhalation. Wir haben die Spritzenpumpe. Zusätzlich auch, wie jeder kennt aus den Notaufnahmen, die Infusion, dann ein Beatmungsbeutel manuell und das Pulsoximeter. Die Behandlungslampe. Das sind so die Grundsätze, wie wir unsere Behandlungsplätze einrichten. Auch alles komplett gleich gemacht, dass jeder an jedem Arbeitsplatz auch arbeiten könnte. Das Schöne ist, wir nutzen im Sprachgebrauch unsere Ho Chi Minh-Kragen, sodass der Patient aus dem Fahrzeug mit der Trage direkt auf dieses Gestell gelegt wird, oder gelagert werden kann und wir es direkt auf den Rädern in die Notaufnahme fahren können und von hier aus auch direkt weiter in den Schockraum oder auch zum OP in der Behandlungseinrichtung, zur Operation weiter. Wir müssen nicht groß umlagern. Mein Name ist Staffsunder PCV, bin Angehöriger der 3. Kompanie. War dieses Jahr öfters im Corona-Einsatz und das ist hier eigentlich mein Haupthandwerk, hier mit zu unterstützen im Rettungszentrum, gerade hier im Schock, die Patienten mit zu versorgen, wenn sie hier notfallmäßig eingeliefert werden. Wir gehen jetzt mal in unseren Schockcontainer. Hier ist der Oberfeldwebel Hoffmann, mein Notfallsanitäter. Wir haben jetzt mal exemplarisch eine Übungspuppe
als Patienten zur Darstellung hier draufgelegt. Und ich würde einfach das Wort an den Ortel Wibbel Hoffmann übergeben, der Ihnen jetzt mal die verschiedensten Geräte auch hier im Schockraum als auch die etwas über die Behandlung des Patienten erzählt. Ja, schönen guten Tag, Oberfeldwebel Matthias Hoffmann, mein Name. Notfallsanitäter der dritten Kompanie im Sandringen mit 1 eingesetzt. Wie mein Kompaniechef schon mitteilte, ist das hier der Schockcontainer. Der Patient wird hier hereingebracht von dem behandelnden Notarzt, der den Patienten von draußen reinbringt. Hier findet eine Übergabe statt, untereinander durch ein Schema, durch ein CABCDE-Schema, wo mir alles mitgeteilt wird, was der Patient für Probleme hat, weil wenn er hier liegt in dem Schockraum, dann hat er definitiv ein vitales Problem, er ist vital bedroht und wir sorgen dafür, dass der Patient hier wieder lebend herauskommt, indem wir entweder sagen, okay, wir kriegen ihn so weit stabilisiert, dass er auf eine normale Station wieder kann oder dann weiter in die OP geht. An Geräten ist es fast identisch wie draußen in der Aufnahme. Was hier noch dazu kommt, ist ein Beatmungsgerät, ein großes, was aktuell aber nicht da ist, weil es sich im Corona-Pool befindet. Des Weiteren haben wir eine kleine chirurgische Einheit, wir können erste chirurgische Eingriffe machen, wir können Ultraschall einsetzen und diverse andere kleine Maßnahmen. Bei den KR-Köpfen, bei den Krankenkassenzulagen, der auch jetzt im Rahmen der Notfallunterstützung mit eingesetzt wird. Ja, bis zum Mai. Hier mal den KAKW, jetzt berühmt geworden durchs Hochwasser. Ein älteres Fahrzeug, geländegängig und ja, vielseitig einsetzbar bei Flutkatastrophen und anderen. Ist ein ungepanzertes Fahrzeug, wird hauptsächlich innerhalb Deutschlands genutzt oder im Lager im Ausland. Und vor allen Dingen in Koblenz, die Kräfte aus Koblenz waren vor allem in der Hochwasserhilfe sehr aktiv und haben dort mitgeholfen. Wir in Weißenfels hatten Bereitschaft und würden Ihnen jetzt gerne noch mal von hinten das Fahrzeug zeigen, wie viele Patienten da hineinpassen würden. Besetzt wird das Auto mit einem Notfallsanitäter und einem Einsatzsanitäter als Fahrer, wahlweise je nach Auftrag auch noch mit einem zweiten Notfallsanitäter für die Betreuung der hinten liegenden oder sitzenden. Das Fahrzeug kann mit 4 Leuten liegend bestückt werden oder 6 Leute sitzend oder wie hier so eine Kombination aus 2 liegend und 3 sitzend. Ja, ist, wir sehen es jetzt auch in dem einen oder anderen Brückensystem, das wir gelegt haben, noch auch so ein gutes altes Stück, eigentlich schon abgeschrieben und jetzt sind wir sehr dankbar, dass wir die alten Teile noch haben, weil die jetzt gerade, sagen wir mal, bei dem, was gebraucht wird, ganz genau das ist. Eingesetzt wird er hier als Patrouillenfahrzeug für die Soldaten zur Fernmeldeausbildung. Also Fernmelde? Also wir haben jetzt hier die Funkausstattung S41, weil ich das irgendwie Also das Besondere an diesem Fahrzeug, der geschützten Fahrzeugklasse, ist, dass es ein sehr hohes Schutzniveau gegen Minen und improvisierte Sprengfallen bietet. Die besondere Bauart des Fahrzeuges schützt die Insassen in optimaler Weise und das hat sich auch im Auslandseinsatz in Afghanistan oder Mali schon mehrfach bewährt, dieses Konzept, und hat einfach Menschenleben gerettet. Und deshalb sind wir für dieses Fahrzeug besonders dankbar und Sie können das auch sehen, wenn Sie sich die besonders schwer ausgeführte gepanzerte Tür anschauen. Da kriegen Sie einen kleinen Einblick, ja, von dem Schutzniveau dieses Fahrzeuges. Und auch innen haben wir besonders bauliche Schutzmaßnahmen, zum Beispiel die Aufhängung der Sitze oder auch die Ausfertigung der gesamten Ausrüstung ist so angelegt, dass sie Druckwellen bestmöglich abfedert und eben auch hier der Besatzung optimales Schutzniveau bietet. Hier sehen Sie die Schutzklasse, hat die höchste Schutzklasse, ist gleichzusetzen mit dem GTK Boxer der Bundeswehr. Minenschutz von unten, dann die
Reifen, Räder haben eine Notlaufeigenschaft. Das ist der sogenannte Abschlepparm. Voll ausgefahren sind das 16.600 mm. So ausgefahren kann ich noch maximal 8 Tonnen heben. Hier im oberen Bild sehen Sie die TR200. Hat eine Zugkraft normal mit 20 Tonnen. Adaptierbar mit Umlenkrollen auf maximal 60 Tonnen. Rechts daneben ist die TR80, maximale Zugkraft 8 Tonnen, um verunglückte Militärfahrzeuge zu bergen, aufzurichten und abzuschleppen. Jetzt sehen Sie den Ausleger, der hat eine Maximallänge von 20,9 Metern. Bei 5 Meter Ausladung eine maximale Hubkraft von 22,8 Tonnen. Ja, das ist unser UTF, das ist ein ungeschütztes Transportfahrzeug. Wir können das an den Seitentüren, können wir noch die Panzerung befestigen. Die Watttiefe, die beträgt ungefähr 1 Meter. Und der Motor, der ist hinter dem Fahrerhaus verbaut, sodass es sich das Fahrzeug im Gelände gut bewegen kann, ohne Motorschaden davonzutragen. Die Wechselladebritsche, die beträgt 15 Fuß, muss abgekrant werden und kann dann separat auf den dafür vorgesehenen Stützen abgestellt werden. Das ungeschützte Transportfahrzeug hier ist ein militärisches, hochgeländegängiges Logistikfahrzeug, das auch für den Sanitätsdienst beschafft wurde, aber hier eben auch in der Funktion als Transportfahrzeug genutzt wird. Da ist keine sanitätsfachliche Ausrüstung drauf oder drin. Und das Spezielle ist, dass diese Fahrzeuge beschafft wurden mit einem Sonderfonds, im Zuge der Corona-Hilfe. Das heißt, es wurde kurzfristig im Zusatzbudget beschlossen und die Beschaffung eingeleitet. Und das Besondere ist, dass wir es jetzt schon, es wirkt sich aus, wir haben die Fahrzeuge schon und die helfen uns für den NATO-Auftrag ausgerüstet zu sein. Das Parlament spannt man schon. Also, wie gesagt, dann muss ich das die größeren kommen, damit der Container komplett draufpasst. Das macht das Leben leichter. Okay, ich würde Ihnen jetzt nur mal exemplarisch darstellen, wenn wir im Feld etwas auf- und abbauen, ja. Dass wir jetzt diesen Trailer unser Feldumschlaggerät mit uns haben. Ja. Also das heißt, ne, so ein bisschen genau. Mario Kart. Wenn man früher mal schon mal mit dem Trampolin gefahren hat, das ist das Nützliche. Sehr. Ich habe nur jetzt das Anfängliche. Ja, ja. Was ist so? Gibt es so eine spezielle Schwachstelle? Und Sie sagen, das passiert immer wieder?
wenn es sehr, sehr, sehr warm ist und man hat schweres Gewicht und dann wird es zu warm, dann ab einer bestimmten Temperatur schaltet er sich dann los. Dann muss man erstmal ein kleines Bäuschen machen, vor 10 Minuten, dann fühlt er sich ab. Die Maschine ist auch noch ein Mensch. Genau. Also das heißt, ein paar mehr von den 100 Menschen gibt. Genau, also wenn es jetzt hier sozusagen verladen ist, könnte man maximal im Endeffekt 2, 4, 6 Stück drauf machen. Wenn man sie, man könnte man sie aber aufeinander stapeln, dann bräuchte man aber ein bisschen mehr Verzuren mit dir im Endeffekt, dann kann man es auch vernünftig verzuren. Ja, Soldatinnen und Soldaten, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich auch, dass so viele hier mit mir den Standort besucht haben, auch aus der örtlichen Politik, Kommunal-, Landes- und Bundesebene. Das ist ein gutes Zeichen auch der Verbundenheit des Standortes hier in der Region. Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren von der Presse, es folgt nun das Pressestatement der Ministerin. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, noch Fragen an die Ministerin zu stellen. Ich übergebe. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete und Verantwortliche hier aus dem Landkreis, aus der Stadt selbst. Vielen Dank, dass Sie so lange auch gewartet haben, auch auf das Statement, aber wir haben gerade drinnen sehr auch intensive Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier am Standort sein darf. Ich freue mich sehr, dass jetzt auch die Sonne scheint und betrachte das mal als ein gutes Zeichen auch für den Standort generell. Denn ich weiß, dass ja auch mit Blick auf die Debatte der Reform bei der Bundeswehr auch hier diskutiert worden ist. Wir haben auch eben darüber gesprochen und wir sind uns alle einig, die Sanität heute in der Bundeswehr hat eine besondere Qualität, spielt eine besondere Rolle und das soll sie auch in Zukunft tun, insbesondere wenn es darum geht, dass wir noch einsatzbereitere Kräfte haben. Und das ist nur mit einer guten Verankerung auch in der Fläche mit den Kommandos nötig und möglich. Und deswegen spielt der Standort hier in all seinen Bestandteilen eine ganz, ganz große Rolle. Und das sehen Sie im Moment, wenn wir auf das Thema Amtshilfe blicken. Über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Soldatinnen und Soldaten haben in den letzten Monaten in der Spitze, in der Amtshilfe geholfen. Von der Nachverfolgung im Gesundheitsamt über helfende Hand, aber eben auch bis wirklich zum Fachdienst in den Intensivstationen, in den Pflegestationen. Das Thema Amtshilfe in Portugal, die Sauerstoffanlage, die wir Indien zur Verfügung gestellt haben, wird hier vom Kommando sozusagen in den Einsatz geführt. Die Sanität ist sozusagen anwesend, stellt Personal, wenn es um unsere Auslandseinsätze geht, etwa zurzeit gerade in Mali. Wir helfen auch mit den entsprechenden Kräften, mit den Fahrzeugen bei der Flutkatastrophe und stehen jetzt vor einer großen Herausforderung, nämlich den großen Kernauftrag, den wir haben innerhalb der NATO, besonders schnelle, reaktionsfähige, einsatzbereite Kräfte zur Verfügung zu stellen, das aufzubauen, was in der Summe hier 3000 Männer und Frauen umfasst. Das ist eine Riesenaufgabe und Sie können sich vorstellen, dass diese Aufgabe für uns genauso wichtig ist wie die Amtshilfe, die wir leisten. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das geht nur mit wirklich auch motivierten Männern und Frauen und die habe ich heute hier getroffen und dafür darf ich mich nochmals ganz, ganz herzlich bedanken, nehme viele Erkenntnisse, gute Erkenntnisse vom Standort mit, auch die eine oder andere Hausaufgabe, was Ausstattung, was Verfahren, was Schnelligkeit anbelangt, aber dazu dienen ja die Truppenbesuche auch und was ich auch heute hier gelernt habe, ist wirklich die enge Verbundenheit mit der Politik hier vor Ort, sei es Bundestag, sei es Landtag, sei es die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter. Ich glaube, das macht deutlich, dass die Menschen hier in der Region wirklich von ihrer Bundeswehr reden und auch ihre Bundeswehr meinen. Und deswegen auch das ein sehr guter Befund für diesen Standort. Und insofern kehre ich mit den besten Eindrücken nach Berlin zurück und darf mich nochmals bei allen bedanken, die heute auch geholfen haben, mir diese Einblicke und diese Informationen hier zu geben. Sehr
bitte, Entschuldigung, Frau Bundesministerin, noch was erzählen zu dieser NATO-Reaction-Force, warum jetzt gerade hier die Kameraden und Kameraden ausgewählt worden sind, was machen, welche Bedeutung die eigentlich hat innerhalb der NATO? Also es geht am Ende darum, dass wir innerhalb der NATO sozusagen einsatzbereite Verbände stellen, die besonders schnell in der Lage sind zu reagieren. Und das betrifft natürlich auch einsatzbereite Sanitätsversorgung. Und das ist wirklich eine besondere Herausforderung, weil wir hier dann von einem Großverband reden, den wir so in dieser Form auch bei den NRFs der Vergangenheit in der Größenordnung noch nicht hatten. Und das bedeutet eine enorme Belastung auch für die Soldatinnen und Soldaten. Es bedeutet, dass sie das Personal zusammenführen müssen, dass sie das Material zusammenführen müssen. Und wie gesagt, wir machen das alles jetzt nicht aus einem Grundbetrieb heraus, sondern wir machen das aus den letzten Monaten heraus, wo dieser Grundbetrieb eben auch sehr stark beeinflusst war durch Corona. Und wenn wir von den sogenannten Schleifspuren auch in unserem Normalbetrieb reden, dann hat diese Schleifspuren sicherlich keiner so sehr mitbekommen wie die Soldatinnen und Soldaten im Sanitätsdienst, denn die waren als Fachleute wirklich in einer besonderen Art und Weise gefordert und sind es zum Teil immer noch. Eine Frage zum Afghanistan-Abzug. Jetzt nach 20 Jahren hat sich die Bundeswehr zurückgezogen und wir sehen gerade in erschreckender Geschwindigkeit, wie die Taliban wieder vorrückt und Stadt für Stadt übernimmt. Weil hat man das Gefühl, so ein bisschen, es ist ein Schlag gegen den Westen. Wie geht es denn Ihnen damit als Verteidigungsministerin, wenn Sie jeden Tag diese Schlagzeilen hören? Also das ist eine ganz bittere, sind bittere Bilder, es ist eine bittere Entwicklung und das schmerzt auch. Und das schmerzt nicht nur mich als Verteidigungsministerin, die ja erst seit vergleichsweise kurzer Zeit auch die Verantwortung trägt, sondern das schmerzt vor allen Dingen die Soldatinnen und Soldaten selbst. Ich habe eben heute mit vielen gesprochen, die viele Male in Afghanistan waren, die in Massa-e-Sharif waren, die in Kabul waren, die vor allen Dingen auch in Kunduz waren. Ich selbst war bei meinem ersten Einsatz, bei meinem ersten Einsatzreise in Afghanistan, selbst auch nach Jahren die erste Verteidigungsministerin, die auch wieder nach Kunduz geflogen ist. Und wenn man das vor Ort kennt, wenn man das vor allen Dingen auch aus der Vergangenheit kennt, wenn man die Opfer sieht, die Todesopfer, die wir auch in Afghanistan zu beklagen haben, dann erfüllt das viele wirklich auch mit einer gewissen Bitterkeit und das kann ich nachfühlen. Und ich kann auch die Emotionen nachfühlen und den Wunsch, dass auch diskutiert wird in der Öffentlichkeit, wir müssen doch da wieder etwas tun. Aber man muss, und das gehört zur ehrlichen Debatte dazu, und das ist mir heute auch von den Soldatinnen und Soldaten bestätigt werden, man muss ganz deutlich sagen, wer jetzt davon spricht, dass die Bundeswehr wieder nach Afghanistan geht und wer davon spricht, dass mit unserem Einsatz sozusagen den Taliban Einhalt geboten wird, der muss wissen, wovon er redet. Und er spricht von einer echten kriegerischen Auseinandersetzung, von einem langen und schwierigen und hochgefährlichen Einsatz. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, bei aller Emotionalität in aller Ruhe zu überlegen, ob wir wirklich bereit sind, auch im Bundestag dafür die Hand zu heben und unsere Männer und Frauen dieser Gefahr auszusetzen. Aber es bleibt eine bittere Zeit und ein bitterer Nachgeschmack, das gehört dazu. Was jetzt vor allem im Moment ja auch bleibt, sind die Ortskräfte und Hilfskräfte vor Ort, die jahrelang die deutsche Bundeswehr und Deutschland unterstützt haben. Und ja, jetzt auch selber sagen, wir warten hier eigentlich gerade auf unseren eigenen Tod, weil wir jeden Tag Morddrohungen von der Taliban bekommen. Warum agiert man da in Deutschland nicht schneller, fliegt diese Orts- und Hilfskräfte aus, meinetwegen erstmal in ein sicheres Drittland und kümmert sich dann um das Visum, um die dort nicht allein zu lassen? Also wir haben in der Bundesregierung insgesamt, und ich bin froh, dass es ja am Ende auch möglich war, auch auf Wunsch und auf Druck des Verteidigungsministeriums, dass wir gesagt haben, alle, die seit 2013 bei uns im Dienst waren und gefährdet sind, können kommen. Das und ihre Familien mit und ein Teil ist ja auch schon hier, dass wir gesagt haben, wir sind auch bereit, sozusagen ein anderes Verfahren, das sogenannte Visa upon Arrival zu machen, also das heißt, die Leute erst rauszuholen und dann hier die Visa-Verfahren durchlaufen zu lassen. Im Moment ist der limitierende Faktor, dass die Afghanen das Land regulär nur verlassen können, wenn sie afghanische Reisepapiere haben, einen afghanischen Reisepass. Und der Sonderbeauftragte der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes war ja jetzt vor einigen Tagen in Kabul, um mit der Regierung darüber zu reden, dass die afghanische Regierung sozusagen von dieser Anforderung auch Abstand nimmt, was sie zurzeit aber noch nicht tut, noch nicht bereit ist. Die Gespräche laufen weiter, aber das ist im Moment der Flaschenhals, den wir haben, weil wir die Leute sozusagen gar nicht erst zu uns in ein Flugzeug bekommen, egal ob es ein regulärer Flug ist oder ein Charterflugzeug.
Und daran arbeiten wir gemeinsam. Und wie gesagt, das ist eben die Aufgabe auch der gesamten Bundesregierung, weil wir dazu auch die Hilfe etwa des Auswärtigen Amtes oder des Innenministeriums brauchen. Aber das Anliegen ist da und wir versuchen alles, so viele wie möglich und so schnell wie möglich da rauszuholen.